Unser Bereich heißt Mensch und Gesundheit bei der DEKRA. Wir beschäftigen uns eben tatsächlich auch mit betrieblichen Gesundheitsfördermaßnahmen und haben entwickelt ein Programm zum Gesundheitsförderprogramm speziell für Lkw-Fahrer. Und zwar vor dem Wissen, dass wir ja natürlich bei der DEKRA sehr viel mit denen zu tun haben, Ausbildung nach Berufskraftfahrerrichtlinie und eine der Visionen, die für uns ja auch wichtig sind, die Verkehrssicherheit ist. Wir haben das Programm so aufgebaut, dass wir einerseits die Fahrer selbst mit Wissen, Informationen, Trainingsplänen und so weiter versorgen über eine Web-Applikation, aber andererseits auch versuchen, das Unternehmen zu befähigen, sage ich jetzt mal, zu empowern, so schön neudeutsch, eine in Richtung gesunder Arbeit sich zu entwickeln. Das haben wir jetzt nicht ganz freihändig gemacht, sondern natürlich haben wir aufgebaut auf Wissen, das wir über Lkw-Fahrer haben und was Sie vielleicht, wenn Sie die normale Tagespresse lesen, ja auch immer mal hören. Also das Thema, Dankeschön, Entschuldigung, dass ich so ungehalten war, aber das war jetzt das Thema einerseits Fahrermangel, aber andererseits auch Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer. Also hier sehen Sie jetzt nochmal unsere Ziele. Wir wollen den Lkw-Fahrern helfen, Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern. Aber ein ganz dringender Punkt ist eben auch, die Folgen der demografischen Entwicklung abzufedern. Sie haben vielleicht schon mal gehört oder gelesen, dass 40.000 Lkw-Fahrer pro Jahr rausgehen aus dem Arbeitsleben, aber ungefähr nur 18.000 wieder zurückfließen und dass der Fahrermangel immer drastischer wird. Wir arbeiten mit Speditionen zusammen, die LKWs schon stehen lassen müssen, weil sie die nicht fahren lassen können. Aber ein anderer Punkt ist auch, die Verkehrssicherheit hängt auch ab als ein Faktor von der Gesundheit des Fahrers. Also da gibt es eine Untersuchung von 2005 von der Bundesanstalt für Straßenwesen, die ergab, dass das Unfallrisiko steigt mit einem schlechteren Gesundheitszustand des Fahrers. Nochmal kurz zu den Arbeitsbedingungen und Belastungen. Also es ist ein mobiler Arbeitsplatz, klar, der Lkw fährt rum auf der Straße mit vielen verschiedenen Anforderungen. Also es ist ja nicht nur Fahren, sondern es ist quasi auch Managen der Termine, Be- und Entladen, Warten, also ganz viele unterschiedliche Belastungen, ungünstige Arbeitszeiten häufig und auch ein relativ hoher Zeitdruck und das unter Umgebungsbelastungen, die auch nicht die besten sind. Auch wenn die Fahrerkabinen heutzutage wirklich sehr gut ausgestattet sind, ist es aber doch so, dass es relativ häufig dann doch Beschwerden, sage ich mal, über Geräusch und Vibrationen gibt. Die Beanspruchungsfolgen sind bekannt aus der Literatur. Häufig ist es ein relativ schlechter Gesundheitszustand der Fahrer, ein erhöhtes, der sich dann auf das Fahrverhalten auch auswirken kann. Es gibt ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-, Muskel-, Skelett- und Stoffwechselerkrankungen. Häufig ist es verbunden mit einem gesundheitsschädlichen Lebensstil. Und belegt ist, dass Krankenstände etwa 45% höher sind als beim Durchschnitt der übrigen Beschäftigten, die bei der Barmer zum Beispiel jetzt aus dem Gesundheitsreport zitiert versichert sind, also lange Krankheitszeiten. Ich will aber noch mal ganz klar sagen, natürlich ist es bei den Lkw-Fahrern wie bei uns allen, es gibt eine Normalverteilung. Es gibt den Superfitten, der Ultra-Ironman macht und es gibt aber eben auch auf der anderen Seite viele, für die das dann hier auch so zutrifft. Um mal so ein bisschen so einen eigenen Einblick zu bekommen, haben wir eine eigene Studie gemacht mit 29 Mitfahrten im Nah- und Fernverkehr und haben auch eine Reihe von Belastungsfaktoren nochmal rausbekommen. Also dass häufig gibt es Faktoren oder Beanspruchungen, die aus fehlerhaften Dispositionen entstehen. Also der Fahrer fährt in eine Richtung und dann muss aber doch noch mal irgendwo zu- oder entladen werden. Dann wird er in die andere geschickt. Das kann vorkommen. Zeitdruck, hohe Konzentrationsanforderungen ist ganz klar. Dann alles, was mit der Verkehrslage zu tun hat, Staus, Umleitungen, die dann zum Beispiel nicht genommen werden können, weil bestimmte Brücken oder Tunnel nicht durchfahren werden können. Also Verkehrsplanung
Vibrationen hatte ich schon und Geräuschpegel hatte ich schon erwähnt. Die Arbeitszeiten selbst, verbunden auch mit Wartezeiten, die sich dann wiederum auf die Arbeitszeiten auswirken, spielen auch eine Rolle im Belastungs- und Beanspruchungserleben. Ein wesentlicher Punkt ist auch das Thema Be- und Entladen in Lagerhallen, also die häufig als staubig und verschmutzt und auch unfreundlich beschrieben werden. Es gibt natürlich auch immer das Gegenteil, aber das sind auch die Sachen, die wir jetzt hier in standardisierten Interviews erfasst haben. Lastenhandhabung kann ein Problem sein, wenn manuelle Hubwagen fehlen. Bewegungsmangel, Schlafmangel, wenig Freizeit. Das hört sich jetzt alles so wie die geballte Ladung negativer Faktoren an. Ich sage ganz, ganz deutlich und vielleicht so ein bisschen ungeschützt hier, das hängt auch sehr stark natürlich von dem konkreten Arbeitgeber, von der konkreten Spedition ab. Da gibt es alles. Da gibt es welche Speditionen, wo sich das absolut ballt. Aber es gibt auch zum Glück Speditionen und Logistikunternehmen, die sagen, wir wollen ganz aktiv dagegen steuern und wir versuchen schon, unsere Fahrer bestmöglich zu entlasten. Zum Beispiel bei Hubwagen oder so. Der wichtigste Punkt, der aber immer wieder genannt wird, ist das Thema Wertschätzung der Fahrer. Da ist auch nicht gemeint durch die Spedition und den Arbeitgeber oder so, sondern da ist tatsächlich die gesellschaftliche Wertschätzung gemeint. Also der Fahrer wird, das hat sich auch total verändert, Sie erinnern sich vielleicht noch, die Älteren unter Ihnen, an irgendwelche Fernsehserien, Kapitän der Landstraße. Früher, also haben die auch mal einen Kaffee angeboten bekommen, wenn sie abgeladen haben irgendwo. Heute wird gesagt, hier kannst du in die letzte Ecke dieser staubigen Lagerhalle gehen, Toilettenbenutzung, das alles, also es ist einfach, die Fahrer werden als nicht auf Augenhöhe häufig behandelt. Die belastungsverstärkenden Faktoren sind Bewegungsmangel, also wir haben erfasst in unserer Studie, dass es weniger als 2 Stunden pro Tag ist, die Ernährung häufig eben schnell und satt machend, dann eine beanspruchungsvolle Folge des Stresses ist so auch ein erhöhter Suchtmittelkonsum, den wir jetzt hier mal an Zigaretten festgemacht haben. Also über Alkohol und weitere Mittel haben wir jetzt natürlich nicht vertieft gesprochen. Wir haben es aber in unser Programm, das ich gleich vorstellen werde, aufgenommen. Kaffee und Energy Drinks werden häufig konsumiert und die Medikamenteneinnahme war in unserer Stichprobe 29 Fahrer auch erhöht gegenüber der allgemeinen Bevölkerung. Beanspruchungsfolgen sind eben Stressempfinden, Erschöpfung, zum Teil eine geringe Motivation, Rücken-, Knie- und Schulterschmerzen, eine verminderte körperliche Fitness und eben Coping-Strategien über Suchtmittelkonsum. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Trotz dieses düsteren Bildes, was ich hier jetzt gezeichnet habe, empfinden viele Lkw-Fahrer ihren Job doch noch als, manche haben sogar gesagt, es macht sie glücklich. Die Fahrtätigkeit selbst wird geschätzt und, was wir natürlich in unserem Interview auch aufgenommen hatten, wie denken Sie denn über einen gesunden Lebensstil? Würden Sie denn sich animieren lassen, da etwas zu verändern? Und da ist dann doch ein gewisses Bewusstsein vorhanden. Aufgrund dieser Erkenntnisse, sage ich jetzt mal, oder dieser Sachlage haben wir unser Programm Dekra Fit and Safe aufgebaut. Und zwar, wie ich schon erwähnte, in der Kombination zwischen Verhältnis- und Verhaltensprävention. Also wir beginnen im Unternehmen in der ersten Phase mit einer Sensibilisierung mit den Unternehmern, den Führungskräften und den Disponenten. Hier stehen auch als Zielgruppe Fahrer, da sage ich auch gleich was dazu. Aber die Sensibilisierung bei Unternehmen erfolgt erstmal über klassische Informationsveranstaltungen und dann aber auch über einen Workshop Gesundes Führen, gesunde Arbeit. Ein Halbtagesworkshop, den wir mit dem Unternehmen durchführen. Auf der Grundlage von Daten, die wir mit Fragebögen erheben, indem wir die Führungskräfte, die Disponenten und auch die Fahrer dazu befragen, wie sie selbst quasi ihre eigene Gesundheit, ihr Gesundheitsverhalten, aber auch die Gesundheitskultur im Unternehmen einschätzen. Das ist ein standardisierter Fragebogen, den wir online entwickelt haben und online applizieren.
Das alles dient dazu, zu fortlaufenden Gesprächen mit der Unternehmensführung, idealerweise in Gesundheitszirkeln, die in bestimmten, in manchen Unternehmen oder in manchen Speditionen auch schon existieren. Wenn wir da erstmal so einen Kosmos haben, wie es eigentlich mit der Gesundheitskultur in dem Unternehmen so aussieht, dann können wir beginnen mit unserem Intensivprogramm für die Fahrer. Das ist eine Web-Applikation, also eine normale App. Auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC haben die Fahrer natürlich nicht dabei, aber die meisten haben Diensttablets, wo sie ihre Frachtpapiere und so sowieso haben und sehr viele Apps. Und da kriegen sie dann auch unsere App dazu. Und da bekommen sie dann einerseits zum Beispiel Trainingsvorschläge, alles so an Lkw-Fahrer, Bedingungen angepasst, haben wir Videos gedreht mit einem Sportwissenschaftler. Sie bekommen über Podcasts Informationen zum Thema Gesundheit, also Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Schlaf, ganz wichtiges Thema, und aber auch zum Thema Suchtmittelkonsum. Sie bekommen konkrete Ernährungspläne vorgeschlagen, können auch erfassen, wie Ihre Ernährung in bestimmten Zeitabschnitten war. Und was ganz wichtig ist, wir begleiten diese ganze Phase des Intensivprogramms, was 6 bis 12 Wochen dauern kann, mit einem persönlichen Gesundheitscoach und auch bei Bedarf mit psychosozialer Beratung. Das ist nochmal ganz wichtig, dass die eben nicht einfach da eine App hingeschleudert kriegen, mit der sie da irgendwas machen, sondern sie haben jederzeit die Möglichkeit einer persönlichen Kontaktaufnahme zu einer echten Person, zu einem Fachmann, Fachfrau für Bewegung, Ernährung, Stressmanagement und psychosozialen Fragen. Die dritte Phase soll dann sein, die Integration in den Arbeitsalltag. Also entweder das Programm wird immer wieder fortgeführt, aber mindestens eben Entwicklung von weiterhin gesunden Unternehmenszielen und Maßnahmen in einem Gesundheitszirkel. Mal gucken, ob das hier mit Ton funktioniert. Das ist jetzt mal so ein Beispielvideo. Ja. Das ist so die Begrüßungs-, eines der Begrüßungsvideos. Ich bin Berater in der Gesundheitsförderung und dein Trainer. In den kommenden Wochen zeige ich dir einige einfache Übungen, mit denen du dich unterwegs fit halten kannst. Ich freue mich drauf. Bewegung ist wichtig. Sie macht glücklich, bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung, stärkt die Muskulatur, hilft Fett zu verbrennen und stärkt das Immunsystem. In den kommenden 6 Wochen zeige ich dir einige leichte Übungen, mit denen du deine Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit sowie dein Wohlbefinden steigern kannst. Den ersten Schritt hast du durch den Klick auf dieses Video bereits getan. Das Training ist so konzipiert, dass du es in kurzen Einheiten am Rastplatz, im LKW, im Hotel oder zu Hause absolvieren kannst. Wann du die Übung machst, bestimmst du selbst. Es gibt 2 Trainingsbatterien, A und B. Diese beiden Trainings wechseln sich im Wochenrhythmus ab, wobei jede Trainingsbatterie jeweils 3-mal pro Woche durchgeführt werden sollte. Jedes Training beginnt mit einem Warm-up zur Erwärmung der Muskulatur, beinhaltet als Hauptteil ein Kräftigungstraining aller relevanten Muskelgruppen und schließt mit einem Cooldown durch Dehnungsübungen ab. Die Kräftigungsübungen im Hauptteil sollen jeweils 1 Minute durchgeführt werden. Stelle dir dafür einen Timer. Insgesamt solltest du für eine Einheit etwa 15 Minuten einplanen. Damit du weißt, welchen Trainingsfortschritt du erzielt hast, wird die Anzahl der Wiederholungen, die du in jeder Übung geschafft hast, nach jedem Training erfragt und durch dich in dein Profil eingegeben. Bitte beachte vor jedem Training die Sicherheitshinweise. Bist du bereit? Dann zieh dir etwas Bequemes an. Greif dir ein Handtuch, etwas zu trinken und vielleicht auch einen Mitstreiter und spür die ersten Erfolge. Los geht's! Ja, das ist jetzt mal so das Übung, das, die eine Einführung. Dazu gibt es auch noch einen Podcast oder einen Videocast. Ich spiele das hier jetzt mal nur an, dieses Anfersen, das, wie das dann so losgeht. Das ist auch ein Element. Wenn du längere Zeit im LKW, insgesamt auf dem Rastplatz oder zu Hause sitzt, solche fahren Impulse, dein Herz-Kreislauf-System und die Aktivität deiner Beine runter. Mit der Übung Anfersen bringst du dein Herz in Schwung. Deine Muskulatur wird optimal mit Blut und Sauerstoff versorgt, wodurch sie beweglicher wird. Besonders deine Oberschenkel- und Wadenmuskulatur
sowie deine Knie- und Fußgelenke werden hierbei aufgewärmt. So, stelle deine Füße zunächst hüftbreit auseinander. Das würde ich jetzt mal überspringen. Es gibt dann, das ist vielleicht hier auch nicht ganz so toll zu sehen, Übungstagebücher. Es gibt Wissensimpulse, die also in die Web-App, in die Applikation eingebaut sind. Das ist jetzt hier mein Text auf dem Papier, der erscheint dann natürlich in dieser Applikation. Und in dieser Web-Applikation kommt dann eben ein Element nach dem anderen in bestimmten Zeiträumen, die wir vorher mit dem Unternehmen vereinbaren und auch einstellen können. Für das Unternehmen, das hatte ich schon gesagt, was es hier gibt, Fragebogen, Interviews, Workshop und Materialien für den Gesundheitszirkel. Und damit wäre ich tatsächlich auch schon am Ende. Ich glaube, das war gar nicht die komplette Zeit. Entschuldige mich nochmal für die Technik, für meinen kleinen Ausraster vorhin. Aber ich war so ein bisschen aufgeregt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Gibt es Fragen zu dem Programm aus dem Auditorium? Ich habe eine kleine Frage, und zwar, was die Akzeptanz des Programms angeht. Wie reagieren die Lkw-Fahrer darauf? Ja, also danke für diese Frage, weil das hätte ich jetzt auch noch sagen können, aber das ist jetzt hier nicht in der Folie. Wir sind jetzt in der Pilotierungsphase. Das heißt, wir haben mehrere Pilotspeditionen. Ganz ehrlich, es sind schon Speditionen, die das Thema Gesundheit schon irgendwie im Fokus haben. Das ist so wie immer in der betrieblichen Gesundheitsförderung oder Management. Wer schon sich um Gesundheit kümmert, der macht das auch. So, die Speditionen, die freuen sich total über die Inhalte, die sie bekommen. Fahrer haben sich jetzt erstmal viele gemeldet und auch begonnen, aber wir sind tatsächlich, das ist ja immer, also wir haben jetzt Programmphasen von 12 Wochen. Wie viel das dann auch beenden, die Zahl, da müssen Sie mich in 2 Monaten nochmal fragen. Aber zunächst mal, also auch die Fahrervertreter, die Betriebsräte und so, die sind erstmal angefixt, sage ich jetzt mal. Ja, tolles Projekt, finde ich. Vielleicht sehen wir bald auf den Rastplätzen an der Autobahn ganze Gruppen, ganze mobile hoffentlich. Mobile Gruppen, die dort trainieren. Hören wir gut. Herzlichen Dank, Frau Müller. Ja, und Sie können mich auch am DEKRA-Stand noch weiter befragen. Ich bedanke mich auch.